Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. In den folgenden Minuten bauen wir nicht eine Führungsschiene für den Proxon Thermocut und auch nicht zwei Führungsschienen, sondern drei verschiedene Führungsschienen für den beliebten Heißdrahtschneider. Aber warum? Es gibt doch fix und fertige Führungsschienen von zum Beispiel Shifting Lens und Perwahl Creativus. Zum einen wollte ich schon ewig eine verlängerte Führungsschiene haben, an der sich lange Bauteile kontrollierter zuschneiden lassen. Zum anderen schwebte mir auch eine Führungsschiene für schräge Schnitte und mit durchgehend glatter Auflagefläche vor, bei der sich die Bauteile nicht verhaken können. Beide Varianten gibt es so nämlich noch nicht fertig zu kaufen. Und drittens fragt ihr mich immer mal wieder nach günstigen Basic-Tools für den Proxon Thermocut. Und eine vernünftige Führungsschiene, die das niedrige und wackelige Originaldingens ersetzt, ist aus meiner Sicht das Basic-Tool schlechthin. Entsprechend basteln wir nun gemeinsam drei Führungsschienen, deren Materialien übrigens zusammengerechnet, haltet euch fest, keine 4 Euro kosten. Fangen wir mit der ganz einfachen Führungsschiene an. Alles, was ihr braucht, sind ein paar MDF-Platten, die ihr euch im Baumarkt besorgen und dort auch maßgenau zusägen lassen könnt. Ihr benötigt eine 5 mm dicke Bodenplatte von 13 x 27 cm, die inklusive Zuschnitt nur 25 Cent kostet. Dazu eine 5 mm starke Seitenplatte von 13 x 32 cm, die mit 30 Cent zu Buche schlägt. Außerdem ein möglichst dickes MDF-Stück von 13 x 13 cm, um daraus zwei dreieckige Winkel zu basteln. Ich habe 18 mm Stärke genommen und 39 Cent bezahlt. Fürs vierte und letzte Bauteil, der Halterung, müsst ihr aber deutlich tiefer in die Tasche greifen. Ihr braucht nämlich eine 8x8 mm Kantholzleiste. Ich habe teures Buchenholz genommen, da hartes Holz hierfür am besten geeignet ist. Die 1 Meter lange Leiste hat 1,90 Euro gekostet. Allerdings brauche ich davon pro Führungsschiene nur 13 cm. Entsprechend hat das Stückchen anteilig 25 Cent gekostet. Somit belaufen sich die Materialkosten für die erste Führungsschiene nur auf 1,19 Euro. Das dicke 13 x 13 cm MDF-Stück soll entlang seiner Diagonale durchgesägt werden, um zwei dreieckige Winkel zu erhalten. Wenn ihr möchtet, kann einer dieser Winkel auch als praktischer Griff für die Führungsschiene genutzt werden. Dafür muss nur ein ca. 4 cm großes Loch hineingebohrt werden. Der Abstand zur langen Kante soll dabei 1 cm betragen. Also halber Lochdurchmesser von 2 cm plus 1 cm Abstand von der Kante ergeben 3 cm. Dort hat das Loch seinen Mittelpunkt und es wird erstmal mit einem kleinen Holzbohrer vorgebohrt. Denn meine Lochsäge hat leider keinen Holzbohrer in der Mitte, daher brauche ich das vorgebohrte Loch als Führung. Übrigens, so eine Lochsäge für Akkuschrauber kostet als Set mit mehreren Aufsätzen ca. 10 Euro. Dann noch alles etwas glatt schleifen und die Kanten brechen, bevor das Teil dann durchgesägt wird. Wer übrigens Angst hat, hierbei schief zu sägen, kann die Originalführungsschiene vom Proxon Thermocut hier als praktische Führung verwenden. Schnappt euch dann die Bodenplatte und zeichnet die Positionen der Winkel an. Ich wähle jeweils 3 cm Abstand von der linken und rechten Bodenplattenkante. Dann ausreichend Holzleim gleichmäßig auf jeweils einer kurzen Winkelseite aufbringen und die Winkel ankleben. Nehmt dabei die Seitenplatte zu Hilfe, um die Winkel passgenau in die Ecke zwischen Boden und Seitenplatte zu drücken. Hier seht ihr es von der anderen Seite. Kräftiges Andrücken für etwa eine Minute reicht für den Leim übrigens schon aus, damit die breiten Winkel bestens auf der Platte halten. Schraubzwingen braucht ihr nicht unbedingt. Den etwa 5 mm hohen Überstand an den Winkeln hinter der Seitenplatte könnt ihr nun einfach absägen oder abschleifen. Kommen wir zur 13 cm langen Buchenholzleiste. Checkt, mit welcher Seite sie am besten in die vordere Nut am Proxon Thermocut passt, denn sie sollte nicht zu fest und nicht zu locker in der Nut sitzen. Meine Leiste ist nämlich etwas ungleichmäßig, daher der Test. Markiert euch die Position. Bringt auf die markierte Seite dann etwas Leim auf und klebt die Leiste bündig unter die Bodenplatte. Und zwar an der kurzen Seite, von der rechts aus gesehen gleich die Seitenplatte angeklebt wird. Lasst die Leiste zu dieser Seite gerne 2-3 mm überstehen, um fürs Seitenteil direkt eine Auflage zu haben. Ansonsten muss sie nach vorne aber absolut bündig mit der Bodenplatte abschließen.
Ein paar 1 cm lange Nägel können übrigens nicht schaden, damit die Leiste beim späteren Ein- und Aushaken am Heißdrahtschneider weiterhin fest an der Bodenplatte bleibt. Markiert nun die Mitten der langen Seiten von der Boden- und Seitenplatte, damit ihr sie mittig ausgerichtet zusammenkleben könnt. Ein Stück Restleiste als Auflage für die Bodenplatte ist dabei wie zu sehen von großer Hilfe. Ist der Leim getrocknet, werden die Unterseite noch kurz glatt geschliffen und die Kanten abgerundet. Damit die Oberfläche vom Seitenteil noch glatter wird, könnt ihr es noch mit Kerzenwachs einreiben. Und damit wäre eure Führungsschiene für nur 1,19 Euro Materialkosten auch schon bastelbereit. Bauen wir doch gleich noch eine Führungsschiene, und zwar für Schnitte, bei denen der Draht am Proxon Thermocut schräg gestellt wird. Dazu braucht ihr haargenau dieselben Teile wie vorhin mit haargenau denselben Maßen. Der einzige Unterschied ist, dass in die Seitenplatte eine etwa 2 cm breite Aussparung für den Draht gesägt werden muss. Markiert dafür bei 16 cm die Mitte der langen Seite. Zieht eine senkrechte Linie nach unten bis ca. 1,5 cm vor der unteren Kante. Geht dann wieder 1 cm nach oben und markiert diesen Punkt als Mittelpunkt eines 2 cm Lochs. Ich habe zum Bohren leider keinen passenden Forstnerbohrer, daher nehme ich diesen Flachfräsbohrer. So, das Loch wäre gebohrt und glatt geschliffen. Jetzt werden die äußeren Kanten des Kreises durch zwei Linien nach oben hin verlängert. Dies sind nun die Markierungen, auf denen ihr sägen müsst, um den 2 cm breiten Streifen dazwischen herauszutrennen. Danach wieder das Schleifen und Brechen der Kanten nicht vergessen. Ist das erledigt, markiert auf der Boden- und Seitenplatte wieder die Mitte und macht zur Sicherheit nochmal eine kurze Stellprobe am Proxon Thermocut. Passt alles, klebt die Seitenplatte an. Schon habt ihr für weitere 1,19 Euro eine zweite Führungsschiene mit glatter Oberfläche, an der sich bei schrägen Zuschnitten nichts verhaken kann. Und eine Führungsschiene geht doch noch, oder? Die dritte Führungsschiene für lange Hartschaumstücke wird genau wie die erste Führungsschiene gebaut. Der einzige Unterschied ist die breitere Seitenplatte. Ich habe 45 cm Breite genommen, aber natürlich können es auch noch 10 oder 15 cm mehr sein. Die Seitenplatte war übrigens nur 12 Cent teurer als die kleine Version und hat somit 42 Cent gekostet. Die gesamten Materialkosten für diese Führungsschiene liegen damit bei 1,31 Euro. Alle drei Führungsschienen haben somit vom reinen Material her 3,69 Euro gekostet. Plus dann noch Leim, Nägel, Bohrer, Säge und Bastelzeit natürlich. Wer also ebenfalls eine extra breite Führungsschiene für große Hartschaumbauteile möchte oder eine glatte Auflage bei schrägen Zuschnitten braucht oder einfach nach der Anschaffung des rund 90 Euro teuren Proxon Thermocut nur noch 1,19 Euro im Portemonnaie hat, dem hat dieses Video hoffentlich geholfen. Ansonsten empfehle ich für den Proxon Thermocut nach wie vor und unbedingt die Tools von Shifting Lens und Perval Creativus. Gerade fürs Zuschneiden von komplexeren Formen gibt's nichts Besseres. Ein ausführliches Video zu deren wichtigsten Basic-Tools habe ich euch oben verlinkt. Viel Spaß weiterhin mit eurem Proxon Thermocut und beim Basteln mit Hartschaum. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann. Ich habe teures Buchenholz genommen, da hartes Holz hierfür am besten geeignet ist.